Das heutige Video dreht sich ums moderne Karpfenangeln mit Festbleimontage und auch unserem Haferfach. Wir starten mit dem Gerät. Als Rute fänden wir jetzt hier eine 3,60 Meter lange Rute. Wir wollen weiter werfen manchmal an dem Gewässer, daher haben wir jetzt eine lange Rute gewählt. Wenn wir kürzere Würfe verwenden, fischen wir in der Regel 3 Meter lange Ruten. Die Rute hat jetzt ein Wurfgewicht von ca. 90 Gramm, das entspricht 3 Lips. 90 Gramm Wurfgewicht verwenden wir, weil wir Teichrosen haben und auch Seerosen hier jetzt in dem Bereich und der ein oder andere versunkene Ast oder Baum auch drin liegen kann. Daher ist es ganz wichtig, dass wir halt auf dem Fisch dann auch mehr Druck ausüben können. Außerdem fischen wir mit relativ schweren Bleien. Also die Bleie haben circa ein Gewicht zwischen 75 und 110 Gramm, was wir jetzt hier im See verwenden, je nachdem auf welcher Distanz wir fischen. Als Rolle verwenden wir eine Freilaufrolle. Die hat diesen Freilaufschalter, damit der Fisch uns die Rute nicht ins Wasser zieht, sondern einfach die Schnur ganz simpel abzieht. Wenn wir jetzt dann die erste Kurbelumdrehung machen und die Rute eben aufnehmen, springt der raus und wir haben unsere ganz normale Drillbremse aktiviert. Das ist ganz wichtig. Vor allem als Anfänger vereinfacht es die ganze Situation, wenn der Fisch beißt. Wir müssen nicht erst die Bremse zudrehen langsam. Wenn man das zu abrupt machen, kann es gleich sein, dass der Fisch aussteigt. Die Rollengröße hier jetzt ist eine 6000er. Es gibt zum Karpfenfischen Rollen zwischen, ich glaube, 12.000 und 4.000, die man verwenden kann. Ganz wichtig ist halt, dass man die wählt, auf welche Distanz wir fischen, sprich wie viel Schnurfassung brauchen wir von unserer dickeren Karpfenschnur. Als Hauptschnur verwenden wir eine monofile Schnur mit der Stärke 0,40 mm. Wieso eine so dicke Schnur? Ja, das ist eben bedingt durch unsere Hindernisse, die wir im Wasser haben. Ansonsten könnten wir auch eine dünnere Schnur verwenden, zum Beispiel 0,35 mm Schnur. An die 0,40er Hauptschnur habe ich noch eine Schlagschnur vorgeschalten. Das ist eine 0,60 mm Monofilschnur. Die dient mir einfach nochmal als Abriebschutz. Also die hat nochmal durch ihre Dicke mehr Abriebfestigkeit und dadurch verliere ich die Karpfen auch nicht, wenn sie mal in einem Hindernis drinnen sind. Dann bekomme ich die wieder raus, wenn ich nicht einfach wild ziehe, sondern einfach den Druck langsam halt und warte, bis der Karpfen sich da wieder freischwimmt. Hier haben wir die Montage schon fertig aufgebaut. Wie man die bindet, zeige ich euch jetzt. Für meine Inline-Festbleimontage brauche ich erstmal ein Inline-Blei. Das ist ein Blei mit Gummi-Innenführung. Und diese Gummi-Innenführung wird später dann auf den Wirbel geschoben, dass der da richtig fest drauf ist, dass der Selbsttageffekt entsteht. Jetzt schiebe ich erst mein Blei auf meine Schnur. In dem Fall ist jetzt meine Schlagschnur mit 0,60 mm. Wenn ihr die Schlagschnur nicht braucht, weil ihr keine Hindernisse habt, macht es ganz normal mit eurer Hauptschnur. Dann kommt der Gummischlauch. Und dann habe ich eben meinen Wirbel. Wichtig ist, dass der Wirbel halt viel Tragkraft hat, weil ihr wisst, Karpfen sind kampfstarke, schwere Fische. Und der Wirbel muss eben auch hier in diese Gummiführung passen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Den Wirbel verbinde ich jetzt mit dem verbesserten Clinchknoten. Wichtig ist, bevor ich zuziehe, anfeuchten. Zugprobe hält. Schnurende schneide ich ab. Schnurende habe ich gleich in die Hosentasche, damit es nicht in der Natur rumliegt später, weil es ist ja Plastik. Jetzt kann ich meinen Gummischlauch hier über meinen Wirbel schieben. Seht, der ist jetzt hier drinnen. Das Blei wird jetzt auf den Gummischlauch geschoben. Wenn ich das gescheit gemacht habe, dann hält es. Also ich kann jetzt hier das am Wirbel greifen und es rutscht nicht runter. Es rutscht erst runter, wenn der Fisch irgendwo im Hindernis ist, dann löst es aus und wir können den Fisch quasi da halt freier drillen, sprich das Blei verhakt sich nicht irgendwo im Hindernis. Jetzt brauchen wir natürlich nur ein Vorfach und einen Haken. Da haben wir gesagt, wir machen unser Haferfach.
Als Vorfachschnur verwende ich geflochtene Schnur. Das ist einfach geschmeidiger. Wichtig ist, dass die Schnur mindestens 10 kg Tragkraft hat. Dafür schneide ich mir jetzt so 35 bis 40 cm ab. Ins eine Ende von meinem Vorfach binde ich jetzt eine kleine Schlaufe. Die ist später dafür da, um meinen Köder auf dem Haar zu halten, also dass der nicht runterrutscht. Da ist auch nicht wichtig, dass ich da zweimal durchgehe, kann ich ja bloß einmal machen. Wichtig ist bloß, dass die wirklich klein ist. Okay, kleine Schlaufe. Können wir das Ende gleich abschneiden und wegschmeißen. Dann kommen wir schon zu unserem Haken. Ich verwende jetzt hier einen Schonhaken in der Größe 2. Wenn man kleinere Karpfen erwartet, dann kann man auch auf kleinere Haken gehen. Wichtig ist bloß, dass der Haken wirklich dickträtig ist, weil der Karpfen ist ein sehr kampfstarker Fisch und der biegt euch den Haken sonst im Drill auf. Ich gehe von hinten durch mein Öhr rein, so dass die Schnur Richtung Hakenspitze rauskommt. Und jetzt stelle ich den Abstand ein, wie lang mein Haar werden soll. Ich fische jetzt in dem Fall mit einer Maiskette, also sprich mit Hartmaiskörnern, die ich da dann auffädeln werde. Da will ich so 6 Stück drauf bekommen, circa, dass das auch ein bisschen ein Happen ist. Also ist jetzt ungefähr so 5 cm lang, dieser Überstand, also sprich mein Haar. Jetzt fixiere ich den Haken mit einem Knotenlosknoten. Ich umwickel den Hakenschenkel mit so 5 bis 6 Windungen nach hinten. Wenn ich das habe, gehe ich wieder von hinten nach vorne durch meinen Haken durch, also sprich die Schnur schaut wieder Richtung Hakenspitze raus. Das ist ein super Knoten, der extrem viel aushält. Jetzt habe ich dann eine Vorfachlänge, die ich bestimmen kann mit dem Schlaufenknoten, den ich jetzt oben noch reinbinde. Also in der Regel fischt man beim Karpfenangeln so zwischen 15 bis 25 cm. Ich entscheide mich jetzt so für eine Vorfachlänge von 20 cm. Also binde ich jetzt hier meinen Schlaufenknoten. In dem Fall ist jetzt wichtig, dass ich nicht einmal durchgehe, sondern zweimal. So. Eins, zwei. Dann beim Zuziehen nass machen. Ja, Zugprobe, der hält. Ende abschneiden. Schnur verstauen. Das Vorfach verbinde ich mit meinem Wirbel. Ich gehe einfach mit der Schlaufe durch. Gehe mit dem Haken durch meine gebundene Schlaufe am Vorfach und ziehe den durch. Das Haar muss man auch noch durchfädeln, das ist auch wichtig. Und dann habe ich im Endeffekt das eingeschlauft. Das ist eine super Verbindung, hält bombenfest und ich kann das Vorfach auch wechseln, ganz unkompliziert. Und brauche nicht irgendwelche Gummimaterialien zusätzlich, die dann am Schluss im Gewässer zurückbleiben, wenn ich meinen Hänger habe. Also so ist die Montage optimal aufgebaut. Jetzt zeige ich euch noch, wie ich meinen Hakenköder fixiere. Ich verwende jetzt in dem Fall Hartmais als Hakenköder. Es gibt aber auch die Variante mit Boilies, also sprich Teigkugeln zum Angeln. Da kann man selektiv auf Karpfen angeln, weil die gibt es auch wesentlich größer jetzt als den ihr hier seht. Da schließt man halt dann Beifänge aus. Es gibt auch noch Tigernüsse, mit denen man angeln kann. Aber das Billigste in der Regel ist Hartmais. Mit Hartmais kann man auch füttern. Man braucht nicht da etliche Kilos, wie es manche betreiben. Wenn man das gezielt macht, dann reicht da mal 500 Gramm. Bevor ich jetzt den Mais auffädel, fixiere ich erstmal das Blei, weil das hilft mir dann später, wenn ich den Mais aufs Haar schiebe. Ich habe jetzt eine Ködernadel. Wichtig ist bei dem Mais, den lege ich vorher in Wasser ein, sonst ist er zu hart, dann kann man nicht gescheit bohren bzw. durchstechen. Und da steche ich den jetzt auf. Wichtig ist vorsichtig, dass man sich nicht selbst verletzt.
Ist dann nicht so schlimm, wenn der mal ein bisschen aufbricht. Solange er noch hält und nicht komplett auseinanderbricht, ist immer noch optimal. So, das sind jetzt unsere 5-6 Körner. Können wir nochmal vergleichen. Passt von der Länge her. Jetzt können wir mit der Ködernadel unsere Schlaufe hier nehmen, fixieren und schieben jetzt die Maiskörner auf unser Haar. Maiskorn 1. Nummer 2. Ja. Hammer. Jetzt müssen wir den natürlich noch fixieren, weil sonst rutscht er uns wieder runter. Ich nehme da kein Plastik, ich nehme einfach Holzstäbchen. Also das ist jetzt einfach ein Ast, den ich in der Natur vorher gesammelt habe. Und den brich ich da kurz ab, aber vorher stecke ich mir das durch die Schlaufe durch. Das ist sogar schon abgebrochen. Aber kein Problem, ist immer noch lang genug. Schieb das da schön drauf. Und dann kann ich mir das auf die gewünschte Länge abbrechen. Schiebe jetzt den Mais wieder über den Knoten hinten vom Haar, vom Schlaufenknoten, so dass hier hinten das Holzstäbchen jetzt meinen Mais da fixiert und durch den Knoten unten ist der Mais da so fest, dass er nicht mehr runterrutscht. Abstand passt auch ideal, also der Haken steht frei und wird nicht irgendwie vom Mais blockiert. Der Karpfen kann jetzt das ohne Probleme einsaugen am Grund, nimmt es auf, geht entweder hoch oder gründelt weiter und hakt sich eben gegen das Bleigewicht. Also ihr seht sofort, der Haken greift und dreht sich da eben in der Regel ins Unterkiefer oder in den Maulwinkel. Der Karpfen ist dann gehakt und ihr merkt es an der Rute, sprich der Karpfen zieht volle Kanne ab oder ihr habt so einen Fallbiss, dann erschlafft die Schnur. Montagenaufbau ist jetzt fertig. Jetzt schauen wir, wie es im Flachwasser ausschaut, wie die dann am Grund positioniert ist, dass ihr einmal seht, wie das Ganze da im Gewässer dann da liegt. Wenn der Grund ganz leicht schlammig ist, so wie hier, dann sieht man nur noch den Mais. Das Blei versinkt leicht, das macht aber gar nichts, ist optimal getarnt. Aber man kann auch auf komplett harten Grund damit fischen. Das stört die Fische auch nicht. Die denken, es ist halt dann ein Stein. Wir haben uns jetzt angeschaut, wie das im See aussieht, wenn unsere Montage da platziert ist. Nur, wo platzieren wir es jetzt? Also fürs Karpfenfischen grundsätzlich gute Spots sind die Uferkante. Also hier vor den Schilfhalmen direkt. Oder eben in der Nähe von Krautfeldern, Teichrosen oder Seerosenfeldern. Da finden die Karpfen auch Schatten. Und es sammelt sich Nahrung. Um die Karpfen zusätzlich an den Platz zu locken, verwenden wir eben noch Futtermittel, unseren Hartmais, den wir im Wasser aufgeweicht haben, dass er eben ein bisschen Wasser gezogen hat, sprich gequollen ist. Und da habe ich gestern ein paar Hände voll da an unsere Stellen geschmissen. Heute Morgen waren wir dann zeitig am See und haben gleich mal geschaut, ob die Karpfen auf unseren Plätzen, die wir vorbereitet haben, auch aktiv waren. Und ja, der erste Karpfen setzte schon zur Rolle an, bevor wir überhaupt die Ruten auslegen konnten. Beim Auswerfen der Montage sollte man beachten, dass man seinen Spot überwirft und dann die Montage an gestraffter Schnur absinken lässt, damit sie sich nicht verfängt. Sobald das Blei am Gewässergrund angekommen ist, schließt man den Rollenbügel und legt die Rute vorsichtig auf seine Rutenhalter.
Den Schnurbogen beseitigt man durch Einkurbeln an der Rolle. Es wird so lange gespannt, bis man den Widerstand des Bleis spürt. Zuletzt hängt man den Fallbissanzeiger ein, schaltet den Bissanzeiger an und betätigt an der Rolle den Freilaufschalter. Jetzt ist alles scharf und die Karpfen können beißen. Der Morgennebel zog langsam ab und wir hatten eine traumhafte Morgenstimmung. Ein kleiner Hecht, der in diesem Jahr geschlüpft sein muss, zog an der Schilfkante entlang. Die Sonne stieg immer höher, es wurde wärmer und der Wind frischte langsam auf. Auf den kleinen Hecht folgte ein kapitaler Hecht, der an der Schilfkante entlang patrouillierte und offensichtlich auf Raubzug war. Die Hechte waren aktiv, aber was war denn mit den Karpfen los? Die waren jetzt auch endlich aktiv und wir hatten den ersten Biss. Der Fisch hat sich, wie bei dieser Methode üblich, durch das Bleigewicht selbst gehakt und setzte zur ersten Flucht an. Der Karpfen kam nun auf mich zugeschwommen und wir konnten ihn im klaren Wasser das erste Mal erblicken. Wichtig im Drill ist es, die Ruhe zu bewahren, weil Fische dieser Größe setzen immer wieder zu Fluchten an. Daher sollte man im Nahbereich dann die Bremse auch etwas leichter aufdrehen, damit der Fisch nicht aussteigt. Der Spiegelkarpfen ist dann in ein Teichrosenfeld geflohen, aber Ruhe bewahren. Kein Problem, man muss einfach nur die Spannung halten. Früher oder später schwimmt sich der Fisch dann wieder frei. Wenn der Fisch dann ausgedrillt ist, kann man ihn ohne Probleme über den Kescher ziehen und landen. Fast 80. So, waren wir erfolgreich und ihr habt ja gerade schon im Video die Montage dazu gesehen. Da seht ihr, man kann wunderbar und ganz einfach große Karpfen fangen. Wenn ihr in Zukunft weitere Videos dieser Art sehen wollt, abonniert unseren Kanal und liked das Video, das supportet uns und dann bleiben wir auch dabei und machen weiter Videos für euch. Zuletzt müssen wir jetzt noch aufklären, wer das Nymphenfischen-Gewinnspiel gewonnen hat. Und zwar hat es der Luca Blank für sich entschieden. Auch diese Folge hat wieder Gewinnspiel. Und zwar gibt es die Montage zu gewinnen, die wir jetzt aufgebaut haben, inklusive
Haken, Blei, Schlagschnur etc. Was ihr dafür tun müsst, schreibt es in die Kommentare, wie lang der Karpfen war, den wir in dem Video jetzt gefangen haben. Probiert das Karpfenfischen doch mal aus. Wir sehen uns zum nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Ciao.